hätte ja eigentlich gesagt, es ist kein Cheat Day. Aber jetzt sind doch ein paar Donuts geworden. Den einen haben wir schon aufgegessen. Oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich habe gerade den Döner gegessen. Nein. Scheiße. Nein. Oh oh. Hast du jetzt nicht gezogen? Ich weiß nicht, ich bin so am Arsch. Wie ihr seht, die Sophia pennt. Ich kriege überall Krämpfe mittlerweile. Es zieht einfach alles nach. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Challenge-Video. Mein Name ist Julian, für alle, die mich nicht kennen. Ich mache jeden Monat auf meinem Kanal eine verrückte Challenge, wo ich irgendwas Verrücktes mache. Dafür spendet ihr für den nächsten Monat, für die nächste Challenge Geld. Letzten Monat haben wir 24 Stunden im Auto verbracht. Vielen Dank, dass dieses Video so abging. Und heute werden wir versuchen, in 24 Stunden in 24 verschiedenen Fitnessstudios hier in München zu trainieren. Vorab habe ich von euch knapp 173 Euro gesammelt, die an SOS Kinderdörfer gespendet werden. Auf Instagram werde ich dokumentieren, wie ich den gesammelten Betrag spende. Also es ist das Ganze auch komplett transparent. Und am Ende des Videos erfahrt ihr auch, was die Challenge für nächsten Monat ist. Und da bitte ich euch auf jeden Fall, am Ende des Videos vorbeizuschauen. Persönlich werde ich das Geld übergeben und das ist eine wirklich besondere Challenge. Deswegen nehmt euch bitte die Zeit, schaut euch das am Ende des Videos an. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link, wo ihr schon mal spenden könnt in einen PayPal Money Pool. Wir haben jetzt 6.15 Uhr. Jetzt fragen sich wahrscheinlich die meisten von euch, wie willst du das machen mit einem Training? Deswegen passt jetzt kurz auf bitte. Ich habe mir ein paar Spielregeln überlegt. Ich habe hier so eine Tasche und da sind 40 Kärtchen drin mit verschiedenen kleinen Challenges. Vor jedem Studiobesuch ziehe ich eine Karte und da steht dann drauf, was ich machen muss. Zum Beispiel mit 1000 Kilo Squats insgesamt, 5 Minuten Stairmaster. Dann haben wir auch so Kracher wie 500 Kalorien verbrennen. Und es gibt zwei Joker. Wenn ich die ziehe, darf ich Sophia, meine Freundin, die gerade hinter der Kamera ist, zu mir holen. Die hilft mir dann bei der ganzen Sache. Das heißt, es sollte dann eigentlich doppelt so schnell gehen. Weil mein großer Feind bei der Challenge heute wird auf jeden Fall die Zeit. 24 Stunden, 24 Fitnessstudios, heißt im Schnitt für ein Fitnessstudio eine Stunde Zeit. Mit Stau und allem wird das ein bisschen knapp, deswegen fangen wir gleich mal an. Wir beginnen die ganze Challenge im Fitstar in Sendlingen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen Fitnessstudios hier in München bedanken, die bei der Challenge mitmachen, die mich kostenlos in ihrem Fitnessstudio trainieren lassen. Ihr findet alle Fitnessstudios, die teilgenommen haben, in der Videobeschreibung. Schaut da auch gerne mal vorbei. Möchtest du meine Glücksfee sein? Unbedingt. Dann mach mal. 100 Sit-Ups. Na super, geht ja schon mal gut los. Okay. Auf geht's. Anstrengend. Ich mache nie Sit-Ups, das war deutlich anstrengender als gedacht. Jetzt haben wir 6.34 Uhr und ich weiß nicht, ob man es sieht, März. Man sieht es nicht, aber mir hat es den ersten Schweiß ins Gesicht getrieben. Jetzt geht es auf zum nächsten Fitnessstudio. Übrigens, wenn ihr euch wundert, dass wir mit den 24 Stunden und 24 Fitnessstudios machen wir, weil ich übermorgen 24 werde. Am 24. Übermorgen am 24. werde ich 24, deswegen sind wir in 24 Stunden in 24 Fitnessstudios. Jetzt sehen wir uns im nächsten Gym wieder. Und um 6.49 Uhr sind wir im Elements in Solln. Das ist so ein Premium-Gym hier in München. Richtig schön. Meine kleine Glücksfee, du ziehst mal wieder? Ja, ich ziehe mal wieder. Runde Nummer 2. Ah, easy. Easy? Ja, 25 Liegestütze. Oh, das ist wirklich easy. Komm, dann machst du gleich mit. Ich? Ja. Nee. Doch. Du machst okay, mit. Okay, just so fun. Ich werde übrigens noch pro Fitnessstudio, das wir besuchen, 2 Euro oben drauf legen. Also wenn wir die Challenge schaffen, nochmal 48 Euro oben drauf auf den gespendeten Betrag. Jetzt machen wir ein paar Liegestütze. Okay, Sophia macht Frauenliegestütze, ich mache richtige Liegestütze. 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25. 17. Oh, ich werde so einen fetten Muskelkater kriegen. Ich sehe es schon kommen. Das war's aus dem wunderschönen Elements Fitness. Ab ins nächste Gym. So, wir sind jetzt im Speed Fitness in Sendling. Es ist 7.15 Uhr. Ich habe 55 mal Brustrücken gezogen. Was hast du dir dabei gedacht? Wie viel Gewicht soll ich machen? 50 Kilo. 50 Kilo ja. an der Brustpresse, also gehen wir zur Maschine. Ah, gibt nur 55 Kilo. 1, 2, 3, 4. So, 20 Kurz, Stück. Kurze Pause. Anstrengend. Geht. Das Problem ist, ich habe noch, alle Männer kennen es wahrscheinlich, noch Brustmuskelkater vom Chest Day. 40. Es wird ein anstrengender Tag heute. Ich schwitze schon. Ja, Mann. Es wird echt ein anstrengender Tag. 53. Du musst nur 50 machen. 54. Nee, stimmt nicht. 55. Oh. Wir waren dann noch 5 Kilo extra, also haben wir 60 Kilo gemacht. Um 7.23 Uhr
fühle ich mich einigermaßen fit. Brust tut ein bisschen weh, aber geht auf jeden Fall. Wir haben nur 2 Stunden gepennt letzte Nacht, weil ich noch alles für heute vorbereiten musste. Deswegen sind wir ein bisschen müde. Jetzt geht's auf ins nächste Gym. Das ist das FitX. Bis gleich. Und da sind wir im FitX. FitX in Westend Sendling. 75 Trizeps Push-Downs. Das kann man mal machen. Kann man mal machen. So kriegt man auf jeden Fall guten Armpump. Dann fangen wir mal an. Jetzt geht's vom FitX zum nächsten Gym. Das kennt ihr auch bestimmt alle. Bis gleich. Und wir haben kurz nach 8:30. Ich befinde mich im Fitness First in Leim. Und was ich trainieren werde, wird mein Schatz jetzt wieder ziehen. Yes, yes, yes. Ich ziehe Joker. Oh, du hast einen Joker gezogen. Den Joker hebe ich mir jetzt auf. Und wenn die 500 Kalorien kommen, die ich verbrennen muss, dann werde ich den setzen. Ich glaube, da macht er am meisten Sinn, weil dann können wir zusammen jeweils 250 verbrennen, okay? Ja. Dann ziehst du nochmal. Oh oh, 1000 Kilo Squatten. Dann viel Spaß. Also zum Beispiel 10 Wiederholungen mit 100 Kilo oder 20 mit 50 Kilo. Ich ziehe mir noch schnell andere Schuhe an. Regel Nummer 1, Leute, wenn ihr Squats macht, immer feste Schuhe anziehen, zum Beispiel Chucks. Besten Leute, ihr macht euch immer noch warm. Darauf müssen wir heute verzichten, aufgrund Zeitmangels nicht nachmachen. Oh, es hat geknackt. Ja, eiskalt. Kilo, 5 Mal, auf geht's. 5. So. 1000 Kilo Squats. Ab zum Auto. Und wir sind im Auto, Leute. Wenn euch die Idee mit dem Spenden gefällt, lasst doch jetzt schon mal gerne ein Like da und vielleicht auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Wir haben noch nichts gegessen heute, Sophia und ich. Deswegen gibt es jetzt erstmal hier so Porridge mit Himbeeren, Äpfeln, Zimt und Ahornsirup. Einfach ja, und Kokosmilch. Kohlenhydrate pur für so eine Challenge. Also da muss man echt ordentlich Gas geben. Ist heute Cheat Day? Nee, nicht wirklich. Also in der letzten Challenge war Cheat Day, habt ihr gesehen. Das sah eigentlich so ähnlich aus wie jetzt, ne? Aber da haben wir uns ein bisschen was reingehauen. Heute wird einfach nur sauber gegessen. Ja. Zum Porridge geht immer. Wir haben jetzt 8.51 Uhr. Das heißt, wir sind ziemlich gut in der Zeit, glaube ich. Ich persönlich bin so im Arsch durch den wenigen Schlaf. Echt? Aber immer keine Ausreden, Leute. Keine Ausreden, einfach durchziehen, drauf scheißen. Challenge bis zum Ende durchgezogen, oder? Ja, klar. Als nächstes stehen 3x Fitstar an. Da werde ich euch nicht alles im Detail filmen, sondern euch das Ganze in der B-Roll verpacken. Wir sehen uns dann. Wir haben jetzt 12.07 Uhr, Leute. Wir haben jetzt 3 Fitnessstudios mehr durchgehauen. Das war jetzt echt mal verdammt anstrengend. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video so rüberkommt, wie anstrengend das ist, aber dadurch, dass wir nur 2 Stunden geschlafen haben. Jetzt befinden wir uns gerade im Olympiapark. Hier seht ihr zum Beispiel auch den Olympiaturm. Die Challenge ist zwar in 24 Fitnessstudios zu trainieren, aber Calisthenics wird ja auch immer populärer. Und davon gibt es auch so ein paar Sachen hier in München. Dann habe ich mir gedacht, dass ich mir für die Challenge habe ich mir da 3 Sachen rausgesucht, 3 Spots. Ja, und ist das schönes Wetter, oder? Richtig, das Wetter spielt auch mit. Richtig geil. Dann ziehen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob die Sachen jetzt überhaupt passen hierfür. 100 Kalorien verbrennen schon wieder. Ich würde sagen, ich mache einfach ein kleines Workout. Dann dürften ungefähr 100 Kalorien verbrannt sein. That feels good. We'll be right back.
27 Kalorien verbrannt, also immer mehr als 100. Was machen wir jetzt? Jetzt gibt es nochmal Essen oder Training gleich? Oh, ich glaube erst Essen. Ich will einen Falafel-Döner. Gebt euch mal dieses geile Wetter, Mann. Boah. Aber ist trotzdem kalt. Also die Kälte belebt einen wieder ein bisschen so. Mir geht's jetzt wieder besser als vorhin. Wir sehen uns beim Essen, Leute. Ich denke mir einfach nur so, oh, diese ganzen Shopping-Sachen hier, die sind so verführerisch. Mach deinen Scheiß alleine und ich mache hier ein bisschen Shopping und dann kannst du mich später wieder abholen. Aber nee. Du hast ja hier schon was besorgt. Das haben wir nur wegen dir gekauft. Okay. Ich hätte ja eigentlich gesagt, es ist kein Cheat Day, aber jetzt sind doch ein paar Donuts geworden. Den einen haben wir schon aufgegessen. Ich habe jetzt schon 3000 Kalorien verbrannt und jetzt haben wir hier einmal Maple Glazed. Geil. Und der ist mit Nutella gefüllt. Geil. Fire Donuts momentan so krass. Jetzt haben wir noch einen Döner. Den essen wir jetzt. Und jetzt gibt es, wie gesagt, einen Falafel-Döner. Der schaut echt Hammer aus. Zwei Riesendinger von der Dönerbude im OEZ. Danach sehen wir uns im Fit One. Alter, meine Augen. Ich schaue so fertig aus, Mann. Sorry, Leute, dafür. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Fit One. Sophia, möchtest du ziehen oder soll ich ziehen? Ich ziehe. Du ziehst? Okay, dann ziehst du. Und ausziehen auch. Oh, Scheiße! Was hast du gezogen? Oh nee, da hab ich jetzt gar keinen Bock. Ich habe gerade den Döner gegessen. Das tut mir leid, Schatz. 10 Minuten? Das sind die Regeln. Oh, okay. Geil. Zehn Minuten. Jawohl. Fertig mit dem Leben. Ciao. Ciao. Ich geh nach Hause. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Gym. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im Karl S. Statics oder Karl S. TEDx Park. Oder Calisthenics. Calisthenics. Stanics. Oh, meine Sachen Zungenbrecher, ey. So, ja, ich muss jetzt ziehen. Ja. Erstmal mein Mikrofon abstellen und jetzt ziehen wir mal. So, 5 Minuten rudern, ja, das wird schwer hier. Ja, rudern, da brauchen wir eine Rudermaschine dafür. Dann ziehen wir nochmal neu, oder? Noch mal, ja. 10 Pull-Ups. 10 Pull-Ups, ja, das passt perfekt. Das ist nice für dich. Aber ich mach's doppelt, okay? Machen wir 20. Okay, wenn du es schaffst. Das war übrigens der Calisthenics Park. Ich würde sagen, Calisthenics. Das war übrigens der Calisthenics Park in Milbertshofen. Jetzt geht's aber wieder in ein richtiges Fitnessstudio. Wir sind in Münchens größtem Fitnessstudio. Zieht euch das mal rein. Total. Das, und das ist nur der Freihandelbereich. Fast so groß wie Ikea. Fast so groß noch. Sehr guter Vergleich. Leute, kurze Erinnerung, wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben, Abo da lassen. Und wir ziehen jetzt... Noch eine Karte, ne? Ziehen wir noch eine Karte. Würde ich mal sagen. Ich zieh mal eine Karte. Wollen wir mal einen Studiomitarbeiter ziehen lassen? Komm, lass mal einen Studiomitarbeiter ziehen. 5 Minuten Ruder. 5 Minuten Ruder. Viel Spaß bei dir. Okay, gut. Keine Ausreden, Leute. Ich stecke keine Ausreden. Geschafft. Also wir haben jetzt 14:44 Uhr, 3:15 Uhr. Damit ihr mal wieder ein bisschen die Zeit wisst, das Fitnessstudio, wo wir es als nächstes hinpacken, kennt eigentlich jeder von euch, der ein bisschen auf YouTube unterwegs ist. Wir sehen uns da gleich. Mitten in der Münchner Innenstadt befindet sich ein kleines Häuschen und in diesem Häuschen findet sich ein Gym. Wir gehen zu Airjump. So sieht das ganze Studio aus. Es ist sehr klein und sehr gemütlich, aber dafür richtig oldschool und ich liebe solche Gyms. 50 Couple Squats. Das passt ja richtig gut zu dem Gym. Ja. Haben wir das auch geschafft? Auch wenn ich beim Airjump lieber Bizeps Curls gemacht hätte. Naja, kann man sie nicht aussuchen. Das war jetzt Gym Nummer 13. Sieht man das? Ja. 3:45 Uhr ist es jetzt. Ihr müsst es mal hochrechnen, Leute. Wenn ihr mal so 5 bis 10 Minuten rechnet pro Training in dem Gym, was wir machen, und dann mal 24, dann wisst ihr, wie viele Stunden Training das quasi entspricht. Und meine Klamotten, die riechen auch nicht mehr so frisch, glaube ich. Andauernd immer dieses Anschwitzen und dann wieder kalt werden. Deswegen gibt es jetzt ein frisches T-Shirt. Ist, glaube ich, für alle zum Vorteil. Sophia durfte im Auto schon leiden. Ihr kennt vielleicht dieses Zusammenspiel. Erst Döner, dann Energy Drink und dann in einem Auto fahren. Tut mir leid, Sophia. Jetzt geht's auf zum nächsten Studio. Da sehen wir uns. Bis gleich. Mein Körper sagt mir nein, aber mein Herz und meine Liebe sagt mir ja, ich helfe dir. Ich unterstütze dich bei deinem Video. Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich wie Sophia. Jetzt kommt echt so der Punkt, wo wir gerade beide gesagt haben, jetzt habe ich nicht mehr so Bock auf die Challenge. Man unterschätzt es, wie anstrengend diese Challenge ist. Ich weiß nicht, ob es an der Challenge liegt oder ob es daran liegt, dass wir einfach nichts geschlafen haben. Beides. Wir sind auf jeden Fall jetzt am Thomas Sportcenter in München. Und da machen wir jetzt... Ja. Nein! Scheiße. Nein! Oh oh. Hast du jetzt nicht gezogen? 500 Kalorien verbrennen. Und wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum hat sich Sophia jetzt
jetzt gerade beschwert, dass sie es gezogen hat, weil ich jetzt meinen Joker spiele, dass Sophia mitmacht. Was? Habe ich doch vorhin gesagt, wenn ich mache den, ich hebe ihn ja hierfür auf. Echt jetzt? Ich mache doch nicht 500 Kalorien alleine. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Schlaf ein. Hast du es vergessen? Ja. Scheiße. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Gib mal einen Daumen nach oben, dass Sophia auch bei der Challenge mitmacht. Ja, ich werde hier genötigt, ich armes Ding. Dann rein ins Gym. Da sind wir jetzt im Studio. Wirklich ein richtig, richtig schönes Studio hier, muss ich sagen. Da sind auch schon unsere Geräte, auf die wir uns jetzt raufwagen. Einmal Crosstrainer Nummer 1, Crosstrainer Nummer 2. Ich habe es vor Sophia geschafft. Sophia ist jetzt gerade noch dran. Ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Eine Kalorie noch, komm. Null. Fertig. 500 Kalorien verbrannt. Und was uns gerade einer von dem Studio noch erzählt hat, ist, dass in dem Fitnessstudio hier, das hat damals Arnold Schwarzenegger geführt in den 80ern. Ziemlich, ziemlich cool. Wusste ich gar nicht, dass es sowas hier in München gibt, auf jeden Fall. Und die haben hinten auch noch so eine Oldschool-Ecke. Kurz vor 5 ist es jetzt. Die nächsten Fitnessstudios werden wir ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, damit euch ein bisschen spart. Wir sehen uns dann wieder. Keine Ausreden, Leute. Keine Ausreden. Wir haben 20.36 Uhr. Einiges an Zeit vergangen und wir haben in richtig vielen Studios mittlerweile trainiert. Wie ihr seht, die Sophia pennt. Also ich denke mal, jetzt ist sie wahrscheinlich wach, weil ich rede. Und das ist nicht gespielt. Wahrscheinlich werden einige von euch denken, ja, die Schauspieler hat nur... Nein, uns geht's saumäßig beschissen. So wenig Schlaf. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die meisten von euch unterschätzen, wie anstrengend diese Challenge ist. Ich habe jetzt schon Krämpfe bei Wiederholungszahlen von Übungen, wo ich sonst easy mache. Deswegen haue ich mir jetzt hier was zu essen rein. Brokkoli, Reis, Fischstäbchen und ein Ei. Und dann geht's gleich ins 20. Gym, glaube ich. Oh ja, Essen tut gut. Aber ich sag's euch, wir geben die Challenge nicht auf. Wir ziehen die Challenge bis zum Ende durch. Komme, was wolle. An der Stelle kann ich nur sagen, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, in dem Link, für die Spende für nächsten Monat. Da erwarte ich sehr, sehr viele Spenden, weil das wird eine richtig krasse Challenge. Und da werde ich die Spenden auch persönlich übergeben. Ich lasse mir das jetzt noch schnell schmecken, das Essen. Und dann sehen wir uns im Gym. Ich habe Sophia wach bekommen. Sie macht noch mit bei der Challenge. In München gibt es 7 Fitstars und wir sind jetzt im 7. Fitstar. Die hat sich richtig zusammengerissen, dass jetzt überhaupt noch jemand hochkommt. Aber wirklich fit schaut sie nicht aus. Das ist doch jetzt ein Witz. Wir sollen einen Couple Squat. Kannst du das überhaupt machen? Machst du noch Couple Squats? Du machst noch Couple Squats? Geil. Also 50 Couple Squats. Auf geht's. Fünf Stück, du schaffst es. 48. 49. Und komm, ein noch. 50. Und wir haben jetzt 21.17 Uhr. Bis um Mitternacht muss ich im letzten Gym sein, weil dann macht das Gym nämlich zu, wo ich noch hin muss. Also müssen wir uns ein bisschen Gas geben, sonst wird die Challenge nichts. Deswegen sehen wir uns gleich im nächsten Gym. Na, komm her. Hilf mir. Komm. Komm. Jetzt geht's noch einmal ins FitX in Perlach. Ich bin so fix und fertig, Leute. Aber jetzt müssen wir noch 75 mal Schulterdrücken machen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass wir es hier an der Langhantel machen. Und ich werde einfach die Langhantel 75 mal drücken. Ich weiß nicht, ich bin so am Arsch. Alter, sieht aus, als hättest du gekifft.
Hat sich aus der Teppich gekifft, genau. Ja, ist echt so, die sind so rot. So, und jetzt ziehen wir die Scheiße hier durch. 22. Oh, ich krieg überall Krämpfe mittlerweile, es zieht einfach alles nur noch. 63, 64, 65. Oh. Ohne Witz, die Challenge ist so, so, so nah dabei, genauso anstrengend zu sein wie die 10.000 Verbrennen-Kalorien-Challenge. 10.000 Kalorien-Verbrennen-Challenge. 74. Oh. Jetzt haben wir noch 3 Studios. Das ziehen wir durch, Leute. Keine Ausreden, Mann. Hashtag keine Ausreden. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Mann. Die Leute, die bis hierhin immer schauen, sind die allerbesten. Ich liebe euch. Das sind Ehrenmänner. Das sind Ehrenmänner. Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Wir sehen uns. So. Neues Gym, neue Challenge. Und zwar sind wir im Clever Fit in Unterhaching, das liegt im Süden von München. Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir jetzt ein bisschen besser wieder? Ja. Wo du was gegessen hast? Ein bisschen besser, ja. Sophie hat sich vorhin Energy Bar reingehauen und ein bisschen was getrunken. 50 Leg Raise. Ohne Witz, ich weiß nicht wieso, aber ich habe jetzt schon einen abnormalen Muskelkater im Bauch. Naja, also 50 Leg Raise. Ich glaube, die Technik war nicht mehr die beste, aber durchgezogen. Und wir haben jetzt kurz nach 10:30. Ich packe es noch zu einem Clever Fit, in den Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und ich würde sagen, wir bringen jetzt langsam die ganze Challenge mal zu Ende. Wir sehen uns im Gym. Hey Leute, habt ihr Bock, dass wir die Challenge zu Ende bringen? Gehen wir rein. Sorry Leute, den muss ich bringen. Gebt euch mal diese geile Stimmung. Was ist das bitte für ein geiles Finale, Mann? So Leute, wir sind jetzt hier im Clever Fit in Oberhaching. Und wir haben uns jetzt gedacht, für das letzte Ding zieht es einfach mal Mitarbeiter hier. Schauen wir mal. 75 Bizep Curls, perfekt. Super. Ist machbar? Ja, ist machbar. Machen wir gleich mal. Sehr gut. Also fangen wir mal an. 75 Curls. Ich habe jetzt schon vergessen mitzuzählen. Oh Mann. Scheiße. Okay, ich glaube, jetzt bin ich ungefähr. Sag mal, sagen wir einfach mal 10, 11, 12, 13, 14. Schaffst du? 68, 69, 70, 71. 72, 73, 74, 75. Geschafft. Jetzt fehlt noch ein einziges Fitnessstudio und das wird ein Calisthenics Park sein in Grünwald, im Nachbarort. Da fahren wir jetzt noch hin und dann bringen wir die Challenge zu Ende. Was mich da jetzt erwartet, ist ein bisschen dumm, wenn ich überlege, was ich jetzt gerade trainiert habe, aber sage ich euch gleich. Es ist 23.26 Uhr. Sophia hat schon ein bisschen Angst. Wir sind nämlich hier gerade am Wald. Und wie der Zufall es will, ist auch noch Vollmond. Eine gefrorene Klimmzugstange. Man sieht nicht viel, aber wir befinden uns gerade in Grünwald am Waldrand. Und hier sind wir jetzt an einem Calisthenics Park. Hinter mir ist eine Klimmzugstange. Ich werde jetzt noch 24 Klimmzüge machen für jedes Studio, in dem wir heute waren. Beziehungsweise das ist jetzt das letzte Studio. Wir ziehen die Challenge jetzt durch. Oh, fuck. Die ist auch noch gefroren. 1, 2. Nicht, dass deine Hände anfrieren. 3, 4. 5. 10. Fuck, ich hab nicht gefilmt. Hast du nicht gefilmt? Nee. Echt? Nee. Verarscht. Oh, quasi. Oh, okay. Damit man mal seht, wie kalt es eigentlich ist. Keine Ausreden, Leute, keine Ausreden. Ja. 11. 12. 18. 19. 20. Oh. Auf geht's, die letzten 4 Stück jetzt. Gib alles. 1, 2, also 23. 24, geschafft. Die Challenge ist geschafft, Mann, Leute. Die Challenge ist geschafft. Geil. Yay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Challenge schaffe. Wirklich nicht. Als ich das letzten Monat gesagt habe, habe ich im Hinterkopf gehabt, das ist nicht möglich. 24 Gyms in 24 Stunden mit Verkehr und allem Pipapo. Nicht möglich. Es ist jetzt 23.37 Uhr. Die Challenge ist geschafft. Nächsten Monat ist Dezember. Kurz vor Weihnachten werde ich 24 Stunden
obdachlos sein und auf der Straße in München verbringen. Mal schauen, vielleicht begleite ich auch einen Obdachlosen und höre mir mal die Geschichte an, was dahinter steckt. Das finde ich auch sehr interessant. Deswegen sammle ich für nächsten Monat Spenden an Obdachlose hier in München. Ich werde die Spenden persönlich übergeben in Form von Geschenken. Da gucken wir noch, was wir uns einfallen lassen an Geschenken, dass die damit auch was anfangen können. Wie gesagt, den Link dafür findet in der Videobeschreibung. Ich würde mich tierisch über eure Spende freuen, weil ich das wirklich eine krasse Sache finde und ich das mal was ganz anderes finde, wenn man sieht, wie die Spende persönlich übergeben wird. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das Geld spende, was wir für die Challenge heute gesammelt haben, ich werde es jetzt, wenn das Video online geht, auf Instagram spenden in meiner Story und als Highlight für euch speichern. Könnt ihr euch das immer anschauen, komplett transparent. Wenn ihr Beträge über 5 Euro spendet, euren Instagram-Namen dazu schreibt, dann könnt ihr auch einen Shoutout haben in meiner Story, wenn ihr wollt. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten bei dem Video. Tut mir leid, dass wir ein bisschen fertig aussahen und hoffe, man sieht sich beim nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Ich wünsche euch alles Gute, ganz liebe Grüße. Ciao, Leute. Und ich möchte noch ein ganz, ganz dickes Shoutout an meinen Schatz machen. Lass Sophia auch gerne mal ein Abo, da sieht auch einen YouTube-Kanal. Du hast super durchgehalten. Naja. Danke, Baby. Ja, klar. Und natürlich auch noch ein herzliches Dankeschön an alle Studios, bei denen wir heute kostenlos trainieren durften. Vielen Dank, Leute. Jetzt heißt es wirklich ciao und schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out. I promise it's Jackson. Ooh, I came for real. Do it! Jackson. Ooh, I'm for real. Do it! Yes, you can! Just do it!